Meghan Markle hat behauptet, dass sie den Schullauf in Großbritannien ohne einen königlichen Fototermin nie schaffen würde, aber Prinzessin Kate scheint ihr das Gegenteil zu beweisen. Eine Behauptung, die Meghan Markle über das Leben in Großbritannien aufgestellt hat, scheint durch die Taten von Prinzessin Kate zunichte gemacht worden zu sein. Nachdem Meghan und Prinz Harry sich von ihren Pflichten in der königlichen Familie zurückgezogen haben, haben sie sich mit ihren beiden kleinen Kindern in Montecito, Kalifornien, niedergelassen. Ihr Sohn Archie wird dieses Jahr zum ersten Mal in die Schule gehen, was laut Meghan problematisch gewesen wäre, wenn sie im Vereinigten Königreich geblieben wären. In einem Interview mit The Cut im August 2022 sprach die Herzogin über ihr Leben in Amerika. Feature-Autorin Alison P. Davis zitierte Meghan mit den Worten: Zu Beginn unseres Gesprächs über ihre Ziele für das Leben, das sie sich hier aufbaut, hatte sie bemerkt, dass sie es nie schaffen würde, wenn Archie in Großbritannien zur Schule gehen würde. Abholung und Rückgabe von der Schule, ohne dass es sich dabei um einen königlichen Fototermin mit einem Pressestift von 40 Leuten handelte, die Fotos machten. Tut mir leid, ich habe damit ein Problem. Das macht mich nicht gerade besessen von Privatsphäre. Das macht mich zu einem starken und guten Elternteil, der mein Kind beschützt, sagte Meghan. Royal-Enthusiasten haben jedoch darauf hingewiesen, dass Meghans Kommentare im Widerspruch zu den regelmäßigen Auftritten von William und Kate in der Schule ihrer Kinder zu stehen scheinen, berichtet der Mirror.